Kunstbanause. All up in your Gehörkanal. Morgens ab 10 in Österreich, trau meinen Ohren nicht. Klingelt's in der Tür, die Nase jammert von Abgabepflicht. Meinte, dass ich garantiert nen Radio und nen Fernseher hab. Und wenn ich die benutze, kriegt die Giste einen Teil von ab. Wie jetzt? Er kriegt sicher nichts von meinem Geld. Hast mir hier einfach glatt eine Hinterziehung unterstellt. Und das Ganze auch noch ohne handfeste Beweise. Das ist echt die respektloseste Herangehensweise. Ich bin keiner von den Leuten, die sich hierbei nicht wehren. Werd dir keinen Zutritt zu meiner WG gewähren. Darf ich vorstellen, das ist die neue Generation. Alles, was ausstrahlt, das streamten wir schon. Mit 15 Blockbustern pro Jahr in Dauerschleife. Ist doch klar, dass ich hier zu Alternativen greife. Ihr habt den Anschluss verpasst, klare Zeichen missachtet. Dinosaurier sterben aus, ganz nüchtern betrachtet. Alter, schreib's dir auf. Bei deinem Steinzeit-Entertainment werde ich dich nicht finanzieren. Woo! So muss das laufen. Ich kann 25 Euro im Monat viel klüger investieren. Und ist bei dir die Lage vielleicht ähnlich gestrickt? Gis Gebühren längst bezahlt, jedoch die Wahrheit erblickt. Dann meld dich heute noch ab, verlass das sinkende Schiff. Österreich startet den passiven Gegenangriff.